Hallo, mein Name ist Emma Stapel und Sie sehen die STV. Unter dem Titel Die Flüchtlingsindustrie hat das Institut für Staatspolitik eine neue Studie veröffentlicht, in der die Profiteure der Asylflut näher beleuchtet werden. Dazu zählen unter anderem auch Inhaber von Hotels oder Pensionen, die ihre oftmals defizitären Häuser zu Asylheimen umfunktionieren, um von den hohen Tagespauschalen zu profitieren, die von der öffentlichen Hand gezahlt werden. Die IFS-Studie nennt Ross und Reiter beim Namen und bringt eine Fülle von Beispielen für dieses leider im Wachstum begriffene Geschäftsmodell. Wir haben uns vor und in einigen dieser Hotels umgesehen und zeigen Ihnen, wer mit der Asylflut schamlos Kasse macht. Landkreise, Städte und Kommunen stehen durch den ungebremsten Zustrom von Asylbewerbern vor dem Kollaps. Angesichts der Knappheit der zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten sind viele Betreiber von Hotels und Pensionen mittlerweile dazu übergegangen, ihre im normalen Tagesgeschäft oftmals nur unzulänglich ausgelasteten Häuser als Asylunterkünfte anzubieten, um so privaten Profit aus einer Entwicklung zu schlagen, die gesamtgesellschaftlich in eine Katastrophe zu münden droht. In Berlin sind derzeit rund 2000 Asylforderer in Hotels, Hostels oder Pensionen untergebracht. Pro Person erhalten die Inhaber nach Erkenntnissen des Instituts für Staatspolitik Tagespauschalen von bis zu 50 Euro aus Steuergeldern. Auch deshalb sind die Kosten für die Asylunterbringung in der Hauptstadt binnen der letzten 4 Jahre um das 45-fache auf 14 Millionen Euro angestiegen. Beispiele für diese Geschäftemacherei auf Steuerzahlerskosten sind das Hostel 54 in der Chausseestraße in Berlin-Mitte, das Rixpack in der Karl-Marx-Straße in Neukölln oder das ARP-Hotel an der Allee der Kosmonauten in Marzahn, auch bekannt unter dem Namen Hotel des Grauens, da der heruntergekommene Plattenbau aus purer Raffgier mit Asylanten geradezu vollgestopft wurde. Diese Innenaufnahmen aus einem anderen Asylhotel verdeutlichen zugleich die Zustände und die Profitmöglichkeiten für den Betreiber, die das Asylchaos mit sich bringt. Wie das IFS in seiner Studie die Flüchtlingsindustrie unter Berufung auf amtliche Quellen schreibt, wurden in den Hotels vermehrt unhygienische Zustände festgestellt. Räume sind vermüllt, die Asylanten werden auf engstem Raum untergebracht, um möglichst viele Tagespauschalen abzukassieren. Die Länder und Kommunen blechen, die Asylhoteliers stopfen sich die Taschen voll. Die Asylbewerber erhalten Vollpensionen mit eigenen Catering- und Putzkolonnen. Die große Flucht ins Wellness- und All-Inclusive-Paradies. Der deutsche Steuerzahler darf zahlen. Längst sind es nämlich nicht mehr nur heruntergekommene Absteigen und einfache Hotels. Auch 4-Sterne-Häuser, wie hier das Maritim in Halle, machen mittlerweile Platz für die von Bundeskanzlerin Angela Merkel herbeigerufenen Asyltouristen aus aller Herren Länder. Wo kürzlich noch 80 Mitarbeiter in Lohn und Brot waren, die kurzerhand entlassen wurden, leben nun über 600 Asylanten wie Gott in Frankreich. Demnächst sollen es 1000 sein. Nach einem aktuellen Bericht von Halle Spektrum hat noch keine einzige der im Maritim untergebrachten Personen einen Asylantrag gestellt. Mit solchen Formalitäten lässt man sich offenbar Zeit. Im idyllisch gelegenen Spreehotel im ostsächsischen Bautzen zogen bereits im Juli 2014 die ersten Asylgäste ein. Das Hotel, ebenfalls ein 4-Sterne-Haus, hier Archivaufnahmen, lief nicht gut. Da quartierte der Besitzer kurzerhand 200 vermeintliche Flüchtlinge ein, wofür er laut IFS-Studie vom Landkreis Bautzen pro Person eine Tagespauschale von 13 Euro erhält. Nach eigenen Angaben kommt er so auf Einnahmen von rund 700.000 Euro pro Jahr. Mittlerweile hat der Inhaber sein Geschäftsmodell ausgeweitet und ein weiteres seiner Häuser, das Waldhotel in Weinböhler, dem zuständigen Landkreis Meißen zur Unterbringung von Asylbewerbern zur Verfügung gestellt. Für den stellvertretenden NPD-Parteivorsitzenden Ronny Zasok sind Asylhotels wie in Halle und Bautzen ein Schlag ins Gesicht vieler von Armut oder Obdachlosigkeit betroffener Einheimischer. Nach aktuellen Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe waren im Jahr 2014 rund 335.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung. Davon waren 9% Kinder bzw. Jugendliche. Die Zahl der Obdachlosen ist somit seit dem Jahr 2012 um sage und schreibe 18% angestiegen. Seit dem Jahr 2002 ist die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland um etwa 1 Million gesunken. Da viele Kommunen dazu übergegangen sind, ihre Wohnungsbestände meistbietend an private Investoren zu verscherbeln, preisgünstiger Wohnraum ist somit in vielen Städten mittlerweile Mangelware. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu eine Schande, dass immer mehr Asylbewerberheime aus dem Boden gestampft werden und mittlerweile auch schon dazu übergegangen worden ist, Luxushotels für Asylbewerber anzumieten. Auch hier zeigen sich die Fehlanreize im deutschen Asylsystem, denn wie private Vermieter und Hoteliers gigantische Profite auf Kosten der Steuerzahler einfahren können, läuft hier etwas schief. Statt immer mehr Asylanten immer mehr Leistungen zu bieten, muss die Politik endlich Sorge dafür tragen, dass es hierzulande weniger Armut, weniger Obdachlosigkeit und weniger Wohnungsnot gibt. Soziale Gerechtigkeit für Deutsche statt Sozialamt für die ganze Welt –
Dafür steht die NPD. Neben Hotels profitieren auch andere Unternehmen von dem Asylansturm, etwa Zeltverleihe, Hersteller von Feldbetten, Catering-Unternehmen oder auch Containeraufsteller. Die Autoren der IFS-Studie stellen daher fest, dass sich die Bundesregierung in Abhängigkeit zu privaten Firmen begeben hat und empfehlen, zunächst einmal den Anreiz, Tagespauschale abzuschaffen und nur noch die tatsächlich anfallenden Kosten zu begleichen. Die IFS-Studie zur Flüchtlingsindustrie mit vielen weiteren Beispielen für die Asylabzocke kann man für 5 Euro beim Verlag Antaios bestellen. Das Heft wird auch in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Stimme besprochen. Wenn Sie die DS abonnieren oder uns eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen lassen, unterstützen Sie unsere Recherchearbeit. Dann werden wir auch weiterhin Missstände aufdecken, an die sich andere nicht herantrauen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald, Ihre Emma Stapel.